Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel. Bevor es losgeht, noch ein paar kleine Hinweise. Falls du ein persönliches Orakel oder ein persönliches Human Design Audio Reading haben willst, dann schau gern unten in der Infobox, dort ist mein Etsy Shop verlinkt mit allen meinen aktuellen Angeboten. Falls du ein persönliches Reading, ein persönliches Human Design Reading haben willst, dann Achtung, Achtung, ich werde den Preis meines sehr beliebten Human Design Key Readings ab September erhöhen. Du kannst aber jetzt noch zum alten Preis buchen. Es sind aktuell keine Termine frei, erst wieder, ich glaube, jetzt ab Mitte, Ende September. Sei da schnell, weil ich einfach ab September nicht mehr so viele Readings anbieten werde. Live per Zoom, ich möchte mich da einfach auf die Jahresorakel dann konzentrieren und deswegen würde ich dir hier empfehlen, falls du einen Termin haben möchtest, dass du dich dann zeitnah meldest, beziehungsweise dir einen Termin buchst. So, jetzt aber zu diesem Orakel. Wir haben vier Stapel heute zum Thema die nächsten 7 Tage. Und da habe ich ja gesagt, dass ich dadurch, dass ich keine Wochenorakel mache, immer wieder einfach so zeitlose wöchentliche Orakel mache. Das gilt immer dann, wenn du es anschaust, für die nächsten 7 Tage. Du kannst, es kann auch sein, dass du dich heute zu einem Stein hingezogen fühlst, zu einem Stapel und in 3 Wochen zu einem anderen, weil dann die Botschaft relevant ist. Also hör da einfach ganz auf dein Gefühl. Wie gesagt, die sind zeitlos und haben einfach immer Botschaften, wenn du dich hingezogen fühlst. Wir haben einmal Stapel 1 mit diesem Stein hier. Jetzt zoomt er wieder, muss wieder so machen. Dann haben wir Stapel 2 mit diesem Stein hier. Wir haben Stapel 3 mit diesem Stein. Und wir haben Stapel 4 mit diesem Stein. Wähl einfach intuitiv einen oder mehrere dieser Stapel bzw. Steine aus und dann schau unten in der Infobox nach der Zeitmarke, die dich zu deinem Stapel führt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Los geht's. So, und wir starten mit dir, mein lieber Stapel Nummer 1, für alle, die diesen Stein hier gewählt haben. Wir schauen in deine Energie für die kommenden 7 Tage. Was zeigt sich hier bei dir? Du hast die Hohepriesterin, innere Einkehr bekomme ich gerade für dich. Dann hast du die 6 des Frühlings, wundervolle Neuigkeiten stehen bevor, kluge Entscheidungen, die Belohnungen bringen, Erfolg und öffentliche Anerkennung. Wow! Dann hast du die Shekina, heiliges Selbst, entfessel deinen Geist, bring deine Gaben zum Ausdruck, tanze im heiligen Rhythmus des Lebens. Sehr, sehr schön. Das ist wieder eine sehr spirituelle Energie, das wir ja schon bei der Hohepriesterin hatten. Dann haben wir das 7. Haus mit Liebe und Partnerschaft. Wir haben die Aphrodite mit Liebe. Das passt ja sehr schön dazu. Dann hast du grenzenlos. Du bist frei. Die Grenzen, die du siehst, sind Grenzen, die du dir selbst setzt. Wow. Dann hast du kindliche Unbeschwertheit. Ich entdecke die Unbeschwertheit meines inneren Kindes wieder. Dann hast du die Aussöhnung, sehr spannend. Und du hast Ashtar, Sharan und Turbo mit Freundschaft benötigt Zuwendung, Achtsamkeit und Harmonie. Pflege sie, sie ist etwas sehr Wertvolles. Verliere deine Freunde nicht aus den Augen. Und das ist so eine Botschaft, die habe ich schon ein bisschen da oben reinbekommen, so dieses, kümmere dich um deine Liebsten. Also schau, dass du immer wieder schöne Stunden hast, dass du das einplanst in den nächsten 7 Tagen. Vielleicht bist du sehr stark mit dir selber hier beschäftigt, weil wir haben hier so das höhere Selbst, ja, an so höheren Themen zu arbeiten, ja, an der Sinnhaftigkeit vielleicht auch im Leben. Und das kann manchmal dazu führen, dass wir uns ein bisschen zu sehr zurückziehen, dass wir den Blick für andere verlieren, vielleicht andere, die dich gerade brauchen würden, die sich aber nicht so wirklich trauen, dass sie dich um Hilfe bitten, ja. Vielleicht hast du hier einen Partner oder eine Partnerin, die eigentlich ein Problem oder ein Thema gerade haben, aber sich gar nicht so wirklich trauen, an dich heranzutreten, weil sie dich auch nicht so wirklich stören wollen in deinem Frieden gerade. Und gleichzeitig brauchen sie dich aber. Und hier kommt wirklich so dieses Seil für deine Liebsten da. Frag proaktiv nach, ob sie irgendwie Unterstützung brauchen. Gönn dir hier schöne Stunden mit ihnen. Pflege wirklich so deine ganz, ganz engen Verbindungen. Das ist hier ganz, ganz wichtig für die nächsten 7 Tage. Gleichzeitig bekomme ich rein, dass gerade so eine Zeit ist, wo so ein innerer Prozess im Gange ist, wo du deine eigenen Grenzen selber in Frage stellst. Ja, wir haben hier grenzenlos und wir haben die 6 des Frühlings, was ja für den Sieg steht. Ja, für etwas, wir haben etwas überwunden, wir haben etwas geschafft, was wir vielleicht vorher nicht für notwendig, für möglich gehalten hätten, so rum. Und dadurch kommt so ein bisschen zur Aussöhnung mit deinem inneren Kind. Schau, ein kleines Kind, ja,
hält er alles für möglich. Ja? Ein Kind sagt, wenn du ein Kind fragst, was es später werden will, dann sagen die dir irgendwas. Ich will Schauspieler werden, Astronaut, was auch immer. Da sind diese selbstgesetzten Grenzen von, oh, das ist aber schwierig und das kostet aber viel Arbeit. Das, was später erst dazu kommt, das ist in dem Stadium einfach noch nicht da. Und das ist einfach ein sehr, sehr schöner Zustand, ja, von alles ist möglich. Und ich finde, wir dürfen da alle wieder mehr zurückkommen in den Geist eines Kindes, wo wir mehr für möglich halten, wo wir nicht sofort die Schwierigkeiten, die uns dann begegnen werden oder könnten sehen, sondern es alles in den Raum der Möglichkeiten bringen und sagen, hey, aber ja, das ist vielleicht herausfordernd, aber ich habe auch die Kraft dafür, ich habe auch die Energie dafür, ich kann das möglich machen für mich. Und uns nicht von vornherein gleich zu demotivieren, indem wir nur die Herausforderungen anschauen, ja, indem du den Weg einfach siehst, da wieder so ein bisschen in eine Unbeschwertheit reinzukommen, kann dir hier wirklich sehr stark dabei helfen, deine eigenen Grenzen innerlich und äußerlich zu sprengen und Dinge zu erreichen, die du dir vielleicht vorher nicht mal getraut hast, im Rahmen deiner Möglichkeiten zu sehen. Und deswegen ist das wirklich hier sehr, sehr wichtig, dass du diese Innenschau hast, dass du einmal auslotest, welche Geschichten erzählst du dir hier selber, womit limitierst du dich, ja? Weil das höhere Selbst, beim höheren Selbst, das ist die unendliche Energie, da ist alles möglich. Das ist das Tor zur Quelle. Und wenn wir dort verbunden sind, dann lösen sich Limitierungen, Blockaden auf. Und häufig ist es auch so, dass uns die Blockaden, die wir uns selber im Inneren mal gesetzt haben oder die uns andere vielleicht auch ankonditioniert haben, dass diese Blockaden uns dann im Außen begegnen, dass wir dann vielleicht nie diese Anerkennung bekommen, die wir uns so sehr wünschen, dass wir Dinge vielleicht nicht zu Ende bringen, dass wir zu frühzeitig aufgeben, weil wir uns selber dann sagen, ach, das funktioniert eh nicht, dass wir nicht durchhalten. Und das ist aber hier so diese Energie, das darfst du noch mehr lernen, damit du diese Erfolge, die dir in Wahrheit ja auch zustehen, auch einfahren kannst. Ja? Vielleicht hast du in deinem Leben auch öfter wirklich ganz, ganz kurz vor dem Erfolg aufgegeben, weil du dir gedacht hast, ah, das wird eh nichts, und in Wahrheit warst du vielleicht, weiß ich nicht, 10 Zentimeter davor. Und genau deswegen ist es so wichtig, dieses Durchhaltevermögen aus der Vision herauszubekommen, aus der inneren Energie heraus. Und hier wirklich ja die Hohepriesterin, da darf man wirklich auch in anderen Leben vielleicht schauen, ja, wo habe ich Enttäuschungen aus anderen Leben, die ich mitschleppe in dieses Leben, Limitierungen, die vielleicht gar nicht in diesem Leben entstanden sind, wirklich so höhere Glaubenssätze über mich selbst, das wirklich zu überprüfen, damit du hier nicht im Untergrund oder im Unterbewusstsein Saboteure hast, die dir und deinem Erfolg und der Anerkennung, die du hier auch haben willst, im Weg stehen, ja. Dadurch, durch diese Aussöhnung, die hier in dir stattfindet, kannst du hier oben in dein Leuchten kommen. Und deswegen ist es so, so wichtig, da wirklich sehr, sehr stark reinzugehen. Meine Lieben, ich wünsche euch fantastische 7 Tage, die hier vor euch sind. Ich drücke euch ganz fest. Freue mich, wenn ihr mir ein Like da lasst und den Kanal abonniert. Falls ihr das noch nicht getan habt, so könnt ihr mich unterstützen. Und ich freue mich noch mehr, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. So, und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 2, für alle, die diesen Stein hier gewählt haben. Wir schauen in deine Energie für die nächsten 7 Tage. Du hast die 3 der Schwerter. Du hast das Rad. Die Zeit des Aufschiebens ist vorbei. Plötzliches oder unerwartetes glückliches Ereignis, ein neues Auto oder Reisen. Dann hast du der göttliche Direktor, Intervention und Lebenssinn. Göttliche Fügungen ereignen sich. Wisse, dass du geführt wirst. Der Sinn des Lebens ist Glück. Dann hast du Pluto mit Schatten und Mystik. Spannend. Du hast Shakti mit Transformation. Das ist sehr schön, dass wir die hier haben. Du hast die Musik. Es geht nun um die Töne, die dich glücklich machen, die dir gut tun. Nimm dir bewusst Zeit und Raum für deine Seelenmusik und genieße sie. Wow. Du hast die Ruhe. Ich komme zur Ruhe und spüre die Stille in mir. Sehr spannend. Stille.
Das ist so schön, wenn sie das machen, das freut mich immer. Dann hast du Ceridwen und Balduin. Sieh die Wunder um dich herum und ehre diese Inkarnation. Das Hier und Jetzt ist die Bühne, auf der du dir selbst begegnest und dich lieben lernst. Wow. Also bei dir ist gerade eine riesengroße Transformation im Gange. Das ist auch nichts jetzt, was die nächsten 7 Tage nur ist, sondern das ist schon länger im Gange. Das ist hier auch, sie sagen gerade, eine höhere Heilung ist hier im Gange, die für dein Leben sehr signifikant wichtig sein wird, die sehr viel in Bewegung bringen wird, die sehr viel wirklich wie nach links drehen wird, sehr viele Schatten nach oben holen wird. Ja, das ist so ein bisschen vielleicht das Schmerzhafte manchmal mit der 3 der Schwerter. Und gleichzeitig, was sich zeigt jetzt, kann geheilt werden. Und das sage ich auch immer in meinen Readings, sei froh, wenn sich etwas zeigt. Weil, wenn sich etwas zeigt, bedeutet das, dass wir die Kapazität haben, dieses Thema jetzt anzugehen. Wenn wir das nicht haben, dann haben wir das Gefühl, es stimmt irgendwie was nicht, es ist was nicht stimmig, aber wir kommen irgendwie so nicht wirklich dran, was das ist. Weil unser System versucht uns natürlich davor zu schützen, uns zu retraumatisieren. Deswegen zeigt es uns gewisse Dinge nicht, die wir jetzt mit den Ressourcen, die wir jetzt zur Verfügung haben, einfach nicht verarbeiten könnten. Ich sehe hier bei dir sehr viel Ruhe, gönn dir immer wieder Ruhe, Momente der Stille, Momente, in denen du dich vielleicht auch der Musik hingibst, vielleicht machst du auch selber Musik. Vielleicht gönnst du dir irgendein etwas Therapeutisches, ja, eine Klangschalenmassage, was auch immer, dass du hier wirklich so ein bisschen die Zellen auch alle abholst, dass die sich auch transformieren können. Weil jede Art der Transformation, der großen Veränderung auf Zellebene braucht diese Integration auch auf Zellebene. Und es braucht eben diese Ruhezeit. Es braucht eben dieses Ausruhen, damit das heilen kann, damit sich das alles setzen kann, damit sich das neu integrieren kann. Und es wird aber hier mit diesem Rad. Ich zeige mir, wie dieses Rad, das immer mehr sich zu drehen beginnt für dich, das immer mehr auch Situationen in dein Leben bringen wird, wo du wirklich auch die zweifellos sehen wirst, dass du komplett unterstützt wirst. Du hast hier ganz viel Lila auch drinnen, sehr viel spirituelle Energie, sehr viel Manifestationskraft kriege ich auch hier rein, ja, wo du dich noch ausleben darfst in diesem Leben. Bühnen, die du noch gar nicht beschritten hast, die du dir vielleicht auch noch gar nicht zugetraut hast. Du darfst hier noch sehr, sehr, sehr viel mehr erschließen in diesem Leben. Und es wird auch mehr im Raum des Möglichen für dich stehen, wenn sich diese Themen jetzt wirklich nach und nach verabschieden. Wie gesagt, das ist nichts, was jetzt die nächsten 7 Tage eine Quick Transformation ist, sondern das ist etwas, was jetzt einfach noch ein bisschen andauert, wo du schon mittendrin bist in diesem Prozess und eben immer wieder diese Aufforderung kriegst, hey, komm in die Stille, komm zurück zu dir, ruh dich aus, entspann dich, damit sich das alles setzen kann, damit du auch so diesen Stress, diese Ladungen aus dem Körper rausholst, weil du dir damit diesen Prozess viel, viel leichter gestaltest, als wenn du versuchst, im Außen deinen Mann, deine Frau zu stehen und zu versuchen, trotzdem irgendwie dich durchzubeißen und am Ende dir selber auch nichts Gutes tust damit. Das ist nämlich dann auch immer das, wir glauben dann, wir tun uns was Gutes damit, aber dem ist ja gar nicht so. Im Gegenteil, wir schaden uns damit selber, wir verhindern vielleicht auch echte Transformation, sodass wir vielleicht ein so ein Thema nochmal von vorne anfangen müssen. Deswegen ist es so, so wichtig, dass du dir hier wirklich diese Zeiten der Ruhe gönnst, dass du darauf vertraust, dass alles, weil wir haben hier auch so diese göttliche Intervention, dass das hier alles nach Plan verläuft und dass es vielleicht weniger von deinem Zutun erfordert, als du denkst. Dass das alles auch ohne dein aktives Mithandeln läuft und du dich hier wirklich nicht, ja, verausgaben musst. Eine Transformation, man kann sich auch Zeiten der Transformation einfach sehr, sehr einfach gestalten und muss sich da nicht durchquälen. Und ich denke, oh Gott, und alles so schwierig. Also schau wirklich, dass du dir Auszeiten, stell dir wirklich die nächsten 7 Tage die immer wieder die Frage tagtäglich, wie kann ich mir mein Leben noch einfacher machen? Wie kann ich noch mehr entspannen? Wie kann ich noch mehr aufladen zwischendurch? Wie kann ich noch mehr Dinge tun, die mir Energie geben, statt Energie nehmen? Und somit verläuft das viel, viel angenehmer, dieser Transformations- und Heilungsprozess, als wenn du versuchst, dagegen anzukämpfen oder das halt einfach nicht zuzulassen, weil du das Gefühl hast, das geht jetzt nicht, aus welchen Gründen auch immer. Sehr, 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 sehr wichtig. Meine Lieben, ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gern Däumchen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.
So, und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 3, für alle, die diesen Stein hier gewählt haben. Wir schauen in deine Energie für die nächsten 7 Tage. Die bleibt schon mal liegen hier. Du hast die 7 der Stäbe. Du hast den Herrscher mit. Benutze Logik und Struktur, um deinen Erfolg zu vergrößern. Organisiere dein Leben. Ein entschlossener, doch empathischer Führer. Sehr spannend. Dann hast du Kernunus, Lebenskraft. Zeige, was deine Leidenschaft antreibt. Sinnliche sexuelle Mächte werden stärker. Sehr kraftvolle Energien bei dir schon mal. Du hast das 11. Haus mit Gemeinschaft und Technik. Sehr spannend. Du hast Demeter mit Ernährerin. Du hast Natur mit Geh hinaus ins Grüne. Atme, fühle die Sonnenstrahlen auf deiner Haut, den Wind in deinen Haaren. Tanke Energie. Tiefer Frieden. Ich spüre, wie mich ein unendlicher Frieden erfüllt. Wow. Du hast den Segen. Und du hast Rosmärter und Abundance. Fülle und Reichtum fließen jetzt zu dir. Stelle dich auf allen Ebenen auf Empfänglichkeit ein, damit ich das, was dich erwartet, auch erreichen kann. Wow, sehr, sehr schön. Sehr füllebehaftete Energie. Sehr viel Kraft, die du auch in dir trägst. Du hast eine sehr, sehr starke, sehr hochschwingende Energie. Du hast ein gewisses Plateau hier auch erreicht. Es geht darum, dieses Plateau noch weiter auszubauen, dich noch mehr breit zu machen auf diesem Plateau, es noch mehr zu genießen, dass du jetzt da stehst. Das ist wirklich wie so eine Anhöhe, die du hier erreicht hast, einfach durch viel Struktur, durch Disziplin, durch deinen Einsatz, durch deine Kraft. Und gleichzeitig sagen sie aber auch, bleib hier auf Spur, ja? Behalte dir diese Qualitäten bei, diese Herrscherqualitäten, dieses Disziplinierte, dieses Strukturierte. Du kannst hier sehr, 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 sehr viel erreichen und du kannst hier vor allem auch Strukturen implementieren, die dir in Zukunft das Leben erleichtern werden. Und das kriege ich auch wirklich so rein mit diesem 11. Haus. Das ist, eine Struktur zu erschaffen, das kostet Kraft. Das ist, da muss man rein investieren, das ist ein Invest, weil man da erstmal noch nicht die Früchte der Struktur erntet, die man geschaffen hat, sondern man ist ja damit beschäftigt, diese Struktur zu schaffen. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass man da durchhält, weil wenn diese Struktur mal steht, dann kannst du auf dieser Struktur stehen und du kannst dich auf die Struktur verlassen und du kannst dich zurückziehen. Und das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen jemandem, der selbstständig ist und jemandem, der Unternehmer oder Unternehmerin ist. Selbstständig bedeutet, ich mache im Endeffekt das Gleiche wie im Arbeitsverhältnis auch. Ich tausche meine Zeit gegen einen gewissen Lohn ein. Ja? Das heißt, arbeite ich weniger, investiere ich weniger Zeit, kriege ich auch weniger zurück. Das kannst du jetzt auf alles ummünzen in deinem Leben. Das ist nur so ein plakatives Beispiel dafür. Hier ist es auch so, da habe ich nur einen Hebel in der Hand, mehr oder weniger in der Selbstständigkeit. Und das ist so, ich kann meine Preise erhöhen. Ja, ich kann mein Wissen erweitern und dadurch vielleicht meine Preise erhöhen oder was auch immer. Aber dann steht es so ziemlich an. Und sobald ich so übergehe ins Unternehmertum, und der Wechsel ist oft sehr fließend, und in dem Moment, wo du anfängst, als Unternehmer zu denken, denkst du in Strukturen. Wie baue ich Strukturen auf, die dann funktionieren? Ja, die, sagen wir mal, keine Ahnung, nehmen wir ein anderes Beispiel. Du gehst jeden Tag Wasser holen mit dem Eimer zum Fluss. Ja, das ist so der Einsatz, da musst du aber jeden Tag hingehen, du musst jeden Tag das Wasser holen, das hört nie auf, weil du verbrauchst das Wasser wieder, musst wieder hingehen. Wenn du jetzt aber ein Rohr verlegst, ja, sodass das Wasser von selber zu dir fließt, wenn du eine Struktur schaffst, dann kannst du dir das sparen und dann kannst du dich zurücklehnen, deine Struktur fängt an für dich zu arbeiten und bringt dir Fülle ein, ohne dass du dich mehr anstrengen musst dafür. Aber ja, im ersten Moment ist es komplexer, es ist komplizierter, dieses Rohr zu verlegen. Es braucht mehr Arbeit, mehr Einsatz, mehr Ressourcen und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages kannst du dich dann zurücklehnen und kannst dich um dich kümmern mit der Ernährerin. Ja, es ernährt dich auch auf vielen Ebenen. Es nährt dich dann, ohne dass du mehr etwas dafür tun musst. Deswegen hier wirklich diese Aufforderung für dich. Konzentriere dich auf Strukturen in deinem Leben. Wie kannst du Strukturen erschaffen, die dir generell Dinge erleichtern? Wie kannst du Dinge effizienter noch gestalten die nächsten Tage? Und es sind häufig so kleine Sachen einfach. Ja? Ich gebe euch ein Beispiel. Ja?
Zum Beispiel ist es so, dass mit meinem Sohn war es immer so, dass ich einfach keine Gesichtsroutine so wirklich beibehalten konnte in der Früh, weil ich keine Zeit hatte, mich ewig einzucremen und zu warten, bis es alles trocknet und so weiter und so fort. Das habe ich komplett verloren. Und dann dachte ich mir, okay, die Struktur passt nicht mehr in meinen Alltag, weil vorher habe ich halt 10 Minuten in der Früh im Bad gebraucht, das war kein Problem, ging nicht mehr mit meinem Sohn. Ja, das war schon zu viel Zeit für ihn, das hat er nicht ausgehalten. Ja. In der Zwischenzeit hat er hier viel angestellt in dieser Zeit. Also musste ich schauen, wie mache ich das stattdessen. Und dann habe ich es mittlerweile auch wieder anders, aber das ist jetzt so ein plakatives Beispiel. Und dann wusste ich, okay, wie ist denn mein Morgen? Wie läuft denn der ab? Wir gehen in der Früh gleich, er hat sofort Hunger, er will zum Kühlschrank und er isst jeden Morgen vor dem Kühlschrank eine Banane. Ja? Die macht er sich selber auf und die isst er dann. Und das Ganze dauert so 3, 4 Minuten. Dachte ich mir, perfekt. Ich brauche also irgendeine Routine, die beim Kühlschrank ist. Also habe ich mir so Rosenquarzsteine fürs Gesicht geholt, ja? Dann so Augenroll-ons und so weiter und so fort und habe das Eis in den Kühlschrank gegeben. Das steht immer noch im Kühlschrank. Und ich gebe ihm die Banane in der Früh, er macht sich die auf und währenddessen mache ich meine Gesichtsroutine. Ich habe sogar einen Spiegel im Kühlschrank. Und dann mache ich das dort. Also Dinge anzupassen, Strukturen zu etablieren, die dir dienen, ohne dass du dann was weglassen musst, weil es halt trotzdem geht. Oder wenn ich keine Zeit habe für meine Atemübungen in der Früh, dann mache ich sie, wenn ich zurückgehe vom Kindergarten. Das findet tatsächlich jeden Tag statt. Ich gehe jeden Tag diese 10 Minuten vom Kindergarten wieder zurück nach Hause und da kann ich die Atemübung da machen. Also das ist einfach wichtig, dass wir da eine gewisse Flexibilität haben, damit wir Strukturen, die wir dann geschaffen haben, nicht verlieren. Und bei dir sehe ich wirklich so dieses Bauen an Strukturen, dir noch mehr zu überlegen in den nächsten 7 Tagen, wie kann ich denn meine Kraft so einsetzen, dass ich mir da wirklich was erschaffe, was mir dann dient, ja, wo ich mich dann zurücklehnen kann, die Natur genießen und ich muss mir um das keine Gedanken mehr machen, weil das funktioniert von selber. Und das ist auch so ein bisschen, ja, wenn du ein Unternehmen hast, dann kannst du mal krank sein eine Woche, das läuft auch ohne dich, ja. Und das ist in der Selbstständigkeit, ist das in der Regel nicht so gerade am Anfang, nicht, ja. Und das ist hier wichtig, um dauerhaft für dich auch Fülle zu generieren, ja, um dauerhaft einen Rückfluss auch generieren zu können, ohne dass es mehr deinem Einsatz bedarf. Sehr, sehr spannende Legung. Meine Lieben, ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gern Däumchen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. So, weiter geht's mit dir. Die, die diesen Stein hier gewählt haben, der kullert hier rum, der ist unruhig, der Stein. Wir schauen mal, da siehst du, der kommt nicht zur Ruhe. Wir schauen mal, wie bei dir die nächsten 7 Tage werden. Du hast die 10 der Stäbe. Spannend. Dann hast du die Herrscherin. Ist sehr, sehr spannend, dass du jetzt die Herrscherin hast, weil wir hatten gerade den Herrscher bei Stapel 3. Zeit aktiv zu werden, die Macht der Kreativität, Erfolg, der dir ein luxuriöses Leben ermöglicht. Dann hast du Kutumi, Mantel der Weisheit. Du kennst die Antwort schon, nach der du suchst. Vertraue auf das, was du weißt. Du hast Jungfrau mit die Alchemistin. Du hast Maria mit Wunder. Ist das schön. Upsala. Und so spannend, weil mir gerade echt so, ne, du hast die Alchemistin, du hast Maria, du hast die Herrscherin, sehr weibliche Energien hier. Du hast Reisezeit. Jetzt ist ein wunderbarer Moment, um eine Reise zu planen oder spontan eine zu unternehmen. Deine Seele sehnt sich nach frischem Wind. Dann hast du Klarheit. Ich erkenne klar, wohin mein Weg mich führt. Dann hast du die Demut. Und du hast Ormiach und Dup, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die Zeit der göttlichen Erkenntnis ist jetzt. Akzeptiere die Dunkelheit in deinem Inneren ebenso wie das Licht und folge dem Weg der Ganzwerdung. Wow, also das ist wirklich so ein sehr, sehr tiefgreifender Prozess, der da bei dir am Gange ist. Da geht es ganz stark um Weisheitsfindung. Ich kriege hier mit der Schlange auch, die so im Kreis ist, so dieses, der Kreis schließt sich, karmische Zyklen kannst du hinter dir lassen. Du kannst wirklich deine Lebenssituation mit der 10 der Stäbe komplett transformieren. Du trägst die Kraft der Wunder in dir, kriege ich gerade rein. Du hast eine unfassbar alchemistische Kraft, mit der du wirklich sehr, sehr viel umwandeln kannst, mit der du sehr, sehr viel für dich
kreieren kannst. Die Herrscherin ist auch, das ist diese leichte Fülle-Energie. Und ich kriege bei dir so ein bisschen dieses, du wählst manchmal einen Weg, der eigentlich gar nicht für dich gedacht ist, der viel zu schwer auch ist, zu schwerfällig, weil du manchmal vielleicht so einen Saboteur hast, der sagt, es darf nicht einfach für dich sein. Ja? Das ist aber wichtig, dass wenn du dich in schwierigen Situationen befindest, ist das bei dir aus dem Grund, weil du die Kraft dazu hast, Dinge zu transformieren, Dinge einfach zu machen. Dinge, die vielleicht total schwierig aussehen, spielerisch leicht umzusetzen, zu machen. Hier ganz, ganz wichtig. Ich kriege ja auch bei dir, vielleicht verreist du auch die nächsten 7 Tage. Falls dir das nicht möglich ist, dann würde ich dir vielleicht hier geführte Reisen, ja, spirituelle Reisen empfehlen, Meditationsreisen, durch die du einfach mehr Klarheit für dich gewinnen kannst, durch die du vielleicht einen Perspektivwechsel hinbekommst oder einfach einen Bewusstseinserweiterungsprozess, wo du einfach noch mehr einfache Lösungen für dich findest, wo du noch mehr, also ich kriege bei dir wirklich so, das ist so eine Kopfsache bei dir, wo du dann dir noch selber oft ein bisschen im Weg stehst oder viel zu kompliziert auch denkst. Das hat das nicht Einstein mal gesagt, dass jemand, der etwas nicht einfach erklären kann, hat selber nicht verstanden. So ein bisschen dieses Thema kriege ich bei dir rein, dieses Dinge viel zu komplex anzusehen, viel zu kompliziert zu denken, und es ist nicht kompliziert. Die Lösung, die Natur ist immer einfach. Es ist nur so, dass unser Verstand kategorisch oft einfache Dinge ablehnt, ja. Wie oft ist das so, und das habe ich bei so vielen Dingen, dass Leute so denken, so, na, wenn das so einfach wäre, würde es ja jeder machen, und deswegen denkt jeder, dass es kompliziert ist, und die, die einfach denken, merken plötzlich, aha, es geht ja doch einfach. Und das ist, weil wir denken alle gleich, wir checken es nur nicht. Ja? Wir glauben immer, ach ja, wenn das so ist, dann müsste das doch, dann müsste das jeder machen, dann müsste das so und so. Und das ist einfach, das ist eine der größten Behinderungen, die wir hier wirklich haben. Und ich gebe dir da ein Beispiel, wo mir das so richtig bewusst geworden ist. Wir waren vor, ich glaube, 2 Jahre ist das jetzt her oder ein Jahr, ich weiß es nicht mehr genau, waren wir auf dem Pink-Konzert hier in Wien. Und ich musste aufs Klo, und dann waren da hinten quasi ganz, ich musste die ganze Halle durch, und ganz hinten standen diese Dixie-Klos halt, die halt oft bei Veranstaltungen stehen. Und da standen Schlangen vor dieser ersten Reihe der Dixie-Klos. Und ich habe aber dann gesehen, dass quasi die Reihen der Dixie-Klos weitergegangen sind. Und ich dachte mir dann so, naja, da brauche ich gar nicht schauen, weil wenn die hier vorne schon anstehen, dann ist ja da hinten sicher, also ne, stelle ich mich gleich hier an. Bis mir dann eingefallen ist, aber was ist denn, wenn alle so denken? Und dann bin ich an der ersten Reihe der Dixie-Klos vorbeigegangen, habe gesehen, dahinter standen 20, 30 Dixie-Klos, wo keiner drin war. Da war nichts. Und ich kam dann von hinten und habe zu den Schlangen gesagt, Leute, da hinten ist alles frei. Und dann sind die erstmal losgelaufen auf die hinteren Toiletten. Die standen alle an, und das musste überhaupt nicht sein. Und das ist gerade so ein Beispiel, was mir hier wirklich einfällt. So, denke einfach. Wunder sind oft sehr, sehr einfach. Es ist nicht kompliziert. Das ist ein Bedürfnis des Verstands oft, ja, der will Dinge kompliziert haben, der will, dass er darüber nachdenkt und Dinge verkompliziert. Denke so einfach wie nur möglich, ja. Finde diesen Frieden in der Einfachheit des Lebens. Genieße das Leben, ohne es zu zerdenken, ohne zu kompliziert darüber nachzudenken, ja. Und so begegne auch deinen eigenen Schatten, weil häufig ist so komplexes Denken sehr stark angstbegründet. Ja, da sind oft Ängste dahinter, die einfach die Treiber sind von komplexem Denken. Und vielleicht darfst du da einfach mal hinschauen, ja. Alles klar, meine Lieben. Ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gern Däumchen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.